Ja, Leute, ein kleiner Real Talk hier am Rande. Und ihr wisst, wie es ist. Real Talk Time bedeutet Uncut Time, denn ich möchte, dass ihr seht, wie ich das Ganze im normalen Sprachfluss eben erwähne und nicht im Schnitt, 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 Schnitt. Also, ihr wisst Bescheid. Ja, der Titel ist natürlich reißerisch: Yu-Gi-Oh! Vor dem Abgrund. Und das ist ein Thema, was ziemlich tiefer geht, als man zunächst denkt. Also, man könnte die Frage natürlich mit einem Ja oder Nein beantworten. Aber ja, das Thema ist deutlich größer, deutlich tiefer. Und das Problem ist auch, dass viele Thematiken dabei so tief gehen, dass man eben eigentlich statt hier ein Video vier, fünf Videos machen müsste. Und das ist ziemlich schwer, denn man muss theoretisch bei vielen Aspekten viele Seiten beleuchten. Die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille. Und das würde komplett den Sprachen, genau, fängt ja super an, den Rahmen sprengen. Bedeutet also, wir können hier gewisse Themen leider nur anreißen und nicht perfekt thematisieren. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall reden, das definitiv. Denn ja, die Community ist insgesamt auf jeden Fall in Aufruhr, das kann man definitiv sagen. Es gibt diverse YouTuber, die sich auch ja, Kritikvideos machen, einen besser, einen schlechter. Aber es geht gar nicht darum, sondern es geht einfach darum, dass es einen Grund gibt. Und der Grund ist natürlich da. Aber wir fangen Stück für Stück an, denn wir machen erstmal ja, die Turnierzahlen. Ja, ich habe ja immer in der Vergangenheit gesagt, ging vielleicht auch ein bisschen unter, dass, wenn man sagt, dass das Spiel gerade schlecht steht, müssen Taten folgen. Es reicht nicht zu sagen, das Spiel ist scheiße. Das ist natürlich gut und das kann man auch sagen, wenn man sagt zum Beispiel, ey, das Produkt ist nicht mein Fall, komplett. Kannst du in die Tonne kloppen für mich? Das ist okay. Dann muss man das argumentieren und sagen: Ey, dieses Set ist nicht gut, weil es gibt keine neue Metakarte, die irgendwie ein Shift hervorruft. Von daher brauche ich keine Karte daraus. So, das ist ein Kritikpunkt, den man ansprechen kann. Perfekt. Ja, das reicht natürlich noch nicht. Man muss halt auch noch weitere Taten irgendwann folgen, wenn nicht reagiert wird. Und es wurde nicht reagiert. Und warum wurde nicht reagiert? Weil alle Zahlen steigend waren. Alles war steigend. Immer alles ausverkauft. Immer neue Rekorde geknackt. Größte YCS, größte YCS, größte YCS, größte irgendwas, größte National, größte. Alles wuchs, alles stieg. Und natürlich ist dann eine Firma, die erstmal primär um das Wirtschaftliche denkt, natürlich so, ja, läuft doch der Laden. Wo soll es brennen? So, ne, ist natürlich klar. Und ja, und jetzt ist etwas passiert, das genau das eben ist. Und zwar die Turnierzahlen droppen. Wir hatten eine YCS, wo einfach 50% weniger, also nicht ganz ungefähr, 50% weniger Spieler da waren als letztes Mal. Also als die gleiche YCS am gleichen Ort ein Jahr davor waren. Bedeutet 50% weniger Spiel, jo. Krasser Drop, definitiv. Merkt man definitiv. Dann Rekio. Wir haben in Deutschland, natürlich haben wir Regionals. Und da gab es zum Beispiel ein Regional, die eigentlich Platz für 400 Spieler hat. Und ey, das ist ja normal. Regional Germany, immer groß, immer riesig, ist gefühlt schon eine kleine National. Ja, nee, 400 Personen Platz, nur 90 Spieler da. Für World Race natürlich schlecht, aber auch zeigt es, dass die Spiele nicht aktiv an High Competitive teilnehmen wollen. Ist ein Statement, definitiv. Und das bedeutet, die Zahlen droppen. Und ja, woran liegt das Ganze? Wie gesagt, jetzt kommen wir zu den Punkten, wo man zu jedem Einzelnen ein Video machen könnte. Und zwar, die Leute sind insgesamt unzufrieden. Den einen geht es zum Beispiel darum, dass die Karten so teuer sind. Ein solider Punkt, den man auch definitiv anbringen kann. Dann natürlich ist es die Meta. Einige sagen, ey, die Meta gefällt mir gerade nicht. Ich habe keine Lust, diese Meta zu spielen. Versteht man? Kann man natürlich argumentieren. Wie gesagt, komplett eigenes Video. Und so weiter. Dann natürlich jetzt natürlich neue Maxe. Auch eine Sache. Einige sagen, ey, das will ich nicht. Und vieles, vieles mehr. Also es gibt genug Gründe, warum man unzufrieden ist. Und wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht auf alles eingehen. Falls ihr mal wundert, dass ich hier nach rechts gucke, da sind die Stichpunkte. Ich habe mir hier ordentlich Stichpunkte gemacht, weil das passte nicht mehr auf einen kleinen Zettel oder ähnliches, sondern musste ich halt eben hier als Stichpunkte machen. Aber das heißt, es gibt viele Gründe, warum Leute unzufrieden sind. Und ich kann jetzt mal hier einen Punkt vorwegnehmen. Genau, das liegt natürlich auch unter anderem daran, dass die Leute unzufrieden sind, weil es halt das erste Mal Konkurrenz gibt. Bisher gab es eigentlich nie wirklich Konkurrenz. Wir haben Magic, wir haben Pokémon, wir haben Yugi. So, fertig, let's go. Und das spielt halt vor sich hin, eine Kamen wie Dragon Ball, war aber nie eine ernstzunehmende Konkurrenz oder ähnliches. Und so weiter. Und ja, und jetzt sind natürlich One Piece und Lorcaner gekommen mit hugen Impact, definitiv. Konkurrenzfähig, machen Druck und natürlich gucken sich die Spieler um. Ich meine, wir kriegen es alle mit, ne? Selbst ich sogar auf meinem Kanal habe bereits Lorcaner gebracht und spiele auch aktiv Lorcaner. Und natürlich, da guckt man sich halt um. Und auch die Spieler, also nicht nur die YouTuber, die Spieler, auch die Profis und so weiter, gucken sich halt natürlich um. Und das ist ein Momento, den man nie hatte. Man hatte definitiv in der Vergangenheit schon sehr viele
viele Krisen. Natürlich, ne, jemand, der jetzt erst 3 Jahre dabei ist, der weiß das Ganze nicht, aber ich bin schon sehr, sehr lange dabei, gefühlt von Anfang an. Und es gab verschiedene Phasen, also verschiedene Phasen, wo man dachte, okay, jetzt ist gerade aber hier richtig am Brennen. Also es gab verschiedene Sachen, die dazu geführt haben, dass auch alleine wieder komplette Videos, aber es gab Krisen, aber die sind halt nicht vergleichbar gewesen, weil halt natürlich, es gab keine aktive Konkurrenz. Klar, ne, Magic und Pokémon, aber die drei haben ihre eigenen Kosmen und die Spiele sind auch komplett unterschiedlich und jedes Spiel spielt halt für sich und ja, macht halt ihr Ding. Also entweder spielst du halt Pokémon oder halt nicht oder spielst Yugi oder eben halt nicht. Also da gab es halt nie so ein Umgucken. Jetzt aber, weil halt immer mehr passiert, guckt man sich halt eben auch um. Naja, auf jeden Fall, von daher, Konkurrenz, man ist unzufrieden mit einigen Sachen, bedeutet, Leute sind unzufrieden, weniger Spieler. Weniger Spieler, kleinere Turniere. Und das sehen wir gerade und die Tendenz ist halt sichtbar und da muss, natürlich aus meiner Sicht auf jeden Fall, Konami dann natürlich auch irgendwann handeln. Aber hier, kleine wichtige Information, es reicht jetzt nicht eben einfach 2, 3 Events haben, wo es weniger Zahlen gibt. Das ist nicht ausschlaggebend. Es gibt immer Auf und Abs, es kann verschiedene Gründe sein, ja, die auch wieder unendlich vielfältig sind. Wir haben die Leute gerade keine Zeit oder ähnliches und so weiter, einfach vom Privatleben her und das ist für eine Firma nicht repräsentativ. Man muss immer bedenken, ja, wir sagen ja immer so schön, wir müssen das aus der Sicht einer Firma sehen und aus Sicht einer Firma gibt es immer Auf und Abs, das ist komplett normal und wenn mal die Spieler abflachen, ja, das gab es vorher nicht, zuvor war alles in Steigen, aber unendlich Wachstum geht nicht, irgendwann ist natürlich ein natürliches Cap erreicht, ist die Frage, hatten wir das erreicht oder nicht? Und das muss man natürlich beobachten und so wird natürlich auch eine Firma es beobachten und so wird natürlich geguckt, okay, die Spieler gehen jetzt runter, liegt das jetzt gerade daran, ja, wir hatten gerade Worlds und dann ist eh bis zur neuen Season, ist eh ein bisschen eine Flaute, also wir haben eh immer ein Up nach den Worlds, ist das jetzt dieses Up oder ist es halt eben was anderes und von daher müssen die Spieler weniger werden, aber langfristig muss das Ganze passieren. Es reicht eben nicht 1, 2 Events und da müssen wir zum Beispiel natürlich auch YCS Bologna gucken, denn die ist aktuell ausverkauft, also von den Tickets her. Das heißt natürlich nicht, dass auch ausverkauft der Laden sein wird, also das heißt nicht, dass die YCS genug Spieler haben wird. Es kann trotzdem sein, dass viele, das war bei der anderen YCS auch, dass eben die Tickets zwar ausverkauft sind, aber eben trotzdem die Spieler einfach nicht gekommen sind. Ja, die Gründe sind vielseitig und darum geht es als solches nicht, aber es ist am Ende natürlich ein Statement. Und wenn Bologna am Ende natürlich alle Tickets verkauft hat und erstmal so wirken, ey, easy, YCS ist doch wieder voll im Rennen in Europa. Ja, wenn am Ende dann aber 1000 Leute nicht kommen, das ist ein Statement und das muss halt auch so sein. Weil ohne dessen gibt es halt keinen Bereich, weil sonst denkt man ja, okay, es fährt tief, jetzt kommt wieder ein Hoch und jetzt kommt dann wieder ein Tief. Das ist halt normal. Also langfristig muss ein Tief sein. Vorher wird sich eben, wie gesagt, natürlich nichts ändern, weil sonst kann das ja ein Ausrutscher gewesen sein. Ja, das ist erstmal ein Punkt, den man halt bedenken muss. Also leider, man wünscht es sich, oh, ein Turnier, wie gesagt, Regional, so normalerweise 400 Leute, jetzt nur 90, da, um die 90, das ist ja extrem. Ja, aber das, ja, also erstens, na, man kann sagen, man trackt jetzt ein bisschen mehr nach, aber es gab früher auch Regionals, die mehr und schlechter besucht wurden und so. Wie gesagt, Ausrutscher hatten wir schon das Thema. Aber es ist natürlich, wie gesagt, ein Punkt, ne? Wir haben darüber geredet, es gibt einige Kritikpunkte, es gibt natürlich auch Konkurrenz und die Spielerzahlen gehen runter. Jetzt kommt die große Frage, wird Yu-Gi-Oh! Deshalb aussterben? Und ich bin ganz klar, meine Meinung dazu, Yu-Gi-Oh! Ist zu groß, um mal eben so einfach auszusterben. Bis Yu-Gi-Oh! Ausstirbt, muss wirklich sehr viel, sehr lange, sehr viel schieflaufen. Weil es ist einfach so, dass natürlich, auch wenn jetzt Spielerzahlen droppen oder ähnliches, aber erstens, Yu-Gi-Oh! Ist nicht nur die Meta. Yu-Gi-Oh! Ist deutlich mehr. Wir haben natürlich noch Duel Links, wir haben Master Duel, was man nicht vergessen darf. Nur weil das TCG keiner spielt, heißt ja nicht, dass Master Duel keiner spielt zum Beispiel. Nur als Beispiel. Aber auch, wie gesagt, man darf natürlich auch nicht die ganzen Casuals vergessen, die zum Beispiel auch Legacy of the Duelist gerne spielen noch. Und ja, Leute, die gibt es. Oder die halt eben nur zu Hause mit ihren Freunden spielen. Und vielleicht sind das genug Spieler. Es ist ja so schön. Wir wissen nie, wie die Dunkelziffer ist, aber sie gibt es auf jeden Fall. Und vielleicht ist die größer, als wir denken. Aber insgesamt kann man sagen, also das ganze Konstrukt Yu-Gi-Oh! Ist dermaßen groß, dass es eben nicht innerhalb von 2 Monaten jetzt einfach irgendwie ja, aussterben wird oder zugrunde gehen wird. Das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach viel
viel zu groß, too big to fall. Ich würde nicht sagen, dass es gar nicht möglich ist. Zunächst einmal natürlich, ja, die Yu-Gi-Oh! Wird von Firmen betrieben. Wenn die Firmen sagen, ey, komm ehrlich, Yu-Gi-Oh! War eine schöne Zeit, wir lassen das Ganze. Ja, dann ist natürlich vorbei, ist logisch. Aber generell sehe ich das erstmal nicht kommen. Vor allen Dingen an einen Aspekt nicht. Weil selbst wenn alles jetzt wirklich, es läuft jetzt, sagen wir mal, ein ganzes Jahr lang katastrophal, alles geht runter und gefühlt spielt einfach niemand mehr das Spiel, Yu-Gi-Tuber hören auf und so weiter. Dann würde man ja auch sagen, ey, okay, also jetzt ist ja wirklich, keine Ahnung, spielt ja keiner mehr. Selbst dann, es gibt Veränderungen, die man halt machen kann, also große Veränderungen, die Leute ganz schnell zurückholen könnten. Also nur bei Master Duel. Master Duel kam raus, boom, Explosionszahlen in Spielerschaft. Dann, best of one, Spieler gedroppt, ja, ist irgendwie ein eigenes Format, kein TCG, kein OTG, droppen die Zahlen. Und allein das sind ja Aspekte, die man verändern könnte. Also wenn Master Duel nur noch 0 Spieler spielen würden, dann könnte man ja, also dann wäre es ja logisch, bevor man das Spiel schließt, zu sagen, okay, was will denn die Community? Ja, die wollten Best of 3. Dann gehen wir Best of 3. Und wenn dann die Spielerzahlen wieder steigen, dann geht es ja wieder bergauf. Und natürlich, Yu-Gi-Oh! Ist so eine große Marke. Und gerade auch eben durch die Leute, die eben das Spiel zum Beispiel jetzt verlassen haben. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du jetzt einer bist, der sagt, ey, ich spiele kein Yu-Gi-Oh! Mehr, ich habe das Spiel gequittet, ich spiele nicht aktuell Meta oder ähnliches, sondern ich spiele jetzt irgendein anderes Kartenspiel. Dann wirst du doch zu 100% in einem Jahr nochmal gucken, hey, wie sieht's denn so im Yu-Gi-Oh! Aus? Ich habe früher gespielt, hat Spaß gemacht, aber dann kam halt so eine blöde Phase. Das und das hat mich gestört. Aber du wirst zurückgucken. Und wenn dann auf einmal alles geil ist, werden die Spieler zurückkommen. Die Spieler werden schnell zurückkommen. Wie gesagt, schnell ist jetzt nicht hier im Sinne von in einem Monat alle weg, einen Monat alle da. Aber im Sinne von, wie gesagt, wenn man nach einem Jahr nochmal guckt, dann kommen die Leute wieder zurück. Und wenn dann halt die Probleme gelöst sind oder Sachen sich besser entwickelt haben, dann kommen auch Leute natürlich zurück und werden das Ganze spielen. Und wie gesagt, es sind so simple Dinge am Ende wie Master Duel Best of 3, Master Duel TCG oder so drin haben oder ähnliches. Ob das jemals kommt, das wissen wir nicht. Aber ich meine nur, es gibt noch genug Möglichkeiten, die ausgeschöpft werden können. Es ist nicht so, dass man sagt, ey, das ist unlösbar alles, das ist gar nicht mehr möglich. Auch genauso Meta, ne? Also Meta wird ja kritisiert, zum Beispiel Schlangenauge kann man nicht mehr sehen, etc. Da auch, in einem Jahr wird Schlangenauge nicht mehr Meta sein. Haben wir dann was Schlimmeres? Wer weiß das schon? Haben wir was Besseres? Vielleicht. Also wie gesagt, das weiß ja keiner. Muss man natürlich dann sehen und da muss man halt gucken. Also von daher, ne? Also von wegen das Spiel aussterben, das muss wirklich sehr, sehr lange dauern und auch sehr, sehr lange dann alles ignoriert sein und dann muss am Ende auch noch aufgegeben werden. Weil wie gesagt, wenn man dann die großen Veränderungen bringt, denke ich, dass das Ganze eben nicht fallen kann. Und natürlich stecken da Firmen hinter, die Millionen haben und von daher denke ich mal nicht, dass das eben so schnell ist. Wie gesagt, aber man muss eben gucken und dann hier der Punkt, den ich jetzt vorweggenommen habe, aber es gibt halt Konkurrenz. Das heißt natürlich, man muss da sich auch anpassen. Man kann vielleicht nicht mehr alte Muster fahren, die man früher gefahren ist, weil es eben Konkurrenz gibt, an der man sich orientieren muss. Wichtig, nicht abgucken. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um abgucken, auch wenn der eine oder andere sich das wünschen würde. Manche sagen ja, ey, ich hätte das gerne wie dort, aber es geht gar nicht darum, dass man was abguckt, sondern es geht darum, dass man natürlich sich orientieren muss und natürlich auch vielleicht dann einen neuen Weg einschlagen muss. Aber wie gesagt, es gibt genug Wege, die man einschlagen kann. Die Marke ist, wie gesagt, einfach zu groß und von daher denke ich mal, dass wir auf jeden Fall lange noch nicht für den Abgrund sind. Wenn wir in einem Jahr hier wieder sitzen und es sich gar nichts zum Besseren verändert hat und alle Kritikpunkte nur noch schlimmer geworden sind plus neue Kritikpunkte draufgekommen, ja gut, also dann können wir nochmal die Debatte neu starten und dann müssen wir nochmal überlegen, ob vielleicht, ob der Karren noch aus dem Dreck zu holen ist oder nicht. Ja, genau, also das glaube ich nicht, aber wie gesagt, ich würde sagen, es wird sich definitiv was ändern. Aber es wird sich was ändern. Und da sind wir bei einem weiteren Punkt, der oft außer Acht gelassen wird, wenn über Kritik geredet wird. Und zwar, es wird oft Sachen kritisiert wie, wir wollen das haben oder wir wollen jenes haben oder wir wollen, best Beispiel einfach, Schlangenauge aus der Meta haben. Das sind Sachen, die im ersten Moment simpel in der Umsetzung wirken, wie Ban Flamberg, Ban alles einfach, egal, es geht ja nicht darum, ob das jetzt Sinn macht, es geht darum, einfach alles wegzubannen, dann ist Schlangenauge weg. Ja, aber das Problem ist, dass eine Firma in dieser Größe langfristig denkt. Und wir wissen alle, Snake Eye bzw. Schlangenauge, Erbsünd und alles ist ein Archetype, der eine Lore hat. Und wir haben das bei Despia Fallen of Albas Lore gesehen, die ist ziemlich, ziemlich lang. Und genauso ist das natürlich auch hier, Diabellstar und so, die Lore wird lang sein, die wird huge sein. Am Ende vielleicht kriegen wir ein Anime dazu, wer weiß das schon,
aber was man sagen muss, es dauert. Und wir wissen auch, dass Produkte lange im Voraus geplant sind. Weil natürlich ist das logisch. Also die Karten werden hier gedruckt und ähnliches. Und bevor sie gedruckt werden, muss der Auftrag ausgegeben werden. Bevor der Auftrag ausgegeben wird, muss festlegen, welche Struktur dieses Produkt hat. Bedeutet also, wir haben hier eine ganz lange Verkettung an sehr langen vorläufigen Zeiträumen. Das heißt, nicht ohne Grund sagt man, dass man weit über ein halbes Jahr vorausplanen muss hier. Das heißt also, falls jetzt die Kritik kommt, die Lore mit Diabelstar und Schlangenauge will die Community nicht. Es ist zu powercreep, es ist zu krass, wir wollen das Ganze nicht. Wie gesagt, die Lore ist ein halbes Jahr weiter schon, Leute. Und das ist nicht aufhaltbar. Das wiederum wäre dann auch aus der wirtschaftlichen Sicht ein Problem, was man einfach nicht aufhalten kann. Weil wenn du das tust, das kostet dich so viel. Und dann am Ende ist dann nicht mal gesichert, ob man da zufrieden ist oder nicht. Das heißt, Prozesse oder Veränderungen werden lange dauern, Leute. Das darf man halt nicht vergessen. Natürlich, jeder wünscht sich das, wenn er unzufrieden ist, dass das sofort gelöst wird. Und selbst wenn Probleme von eben der Community übernommen werden und auch gesagt werden, ey, das wollen wir ändern. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich wünschte, es wäre so, aber es ist halt real. Große Firmen können nicht ebenso kurzfristig handeln. Das ist ein Riesennachteil, definitiv, aber auch ein Riesenvorteil. Eben mit, dass natürlich konstant weiterkommt alles und so weiter, dass man eben eine Lore haben kann, dass eine Lore und so weiter ist. Ja, wenn man eine Lore unzufrieden ist, ist das natürlich ein Problem. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber Prozesse dauern. Und es dauert viel Zeit. Und das ist natürlich ein Problem, definitiv. Aber das heißt auch, vielleicht werden Probleme jetzt gehört, die dann erst kommen. Und deswegen meine ich auch, ein Jahr können wir uns nochmal hinsetzen. Wenn dann wirklich gar nichts gemacht wurde, dann hat man nicht auf die Community gehört. Dann hat man nicht die Signale gesehen. Dann ist man nicht drauf eingegangen. Aber ich glaube, wie gesagt, allein an Spielanzahlen, das sind ja Faktoren an dem, was messbar ist. Und natürlich auch Produkte, wenn Produkte nicht mehr gekauft werden, dann natürlich geht der Gewinn runter. Wenn Gewinn runter geht, ist für ein Unternehmen schlecht. Ne? Brauche ich nicht drüber reden. Und dann versucht man da was anzupassen. Ob die Anpassungen dann gut sind, weiß man natürlich nicht. Es sind Veränderungen, die stattfinden werden. Und Veränderungen, wie gesagt, können gut und schlecht ausfallen. Aber ich denke, Veränderungen sind halt an sich erstmal gut, weil Veränderungen sind wichtig. Ja, also, zusammenfassend, Yu-Gi-Oh! Hat gerade wirklich einige Schwierigkeiten und man merkt das ja auch, anhand eben der Spielerzahlen, die zurückgehen. Man kann nicht alle zugrunde gehen, es ist halt viele Faktoren, aber wie gesagt, die Veränderungen werden dauern. Das kann man definitiv sagen, weil, wie gesagt, ich habe es erklärt. Es ist auch logisch. Veränderungen können eben nicht von heute auf morgen kommen. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass man eben, wie ich auch gesagt habe, längerfristig zeigt und Impact hat. Wie gesagt, wenn die Spielerzahlen nur ein Event runtergehen, ist das egal. Wenn die Spielerzahlen dauerhaft runtergehen, ist das ein Problem. Und so weiter und so fort. Und dann kommen erst Veränderungen. Aber die Veränderungen können eben auch nicht von heute auf morgen. Überlegt mal, eine YCS, wir sagen ja immer, ja, die Ankündigungen sind zu kurz. Aber auch da, eine Halle wird nicht von heute auf morgen gemietet. Diese riesen Hallen werden langfristig vorausgemietet und ähnliches. Und da auch. Und wenn man jetzt sagt zum Beispiel, wir merken hier jetzt, wir haben jetzt uns auch da irgendwie verkalkuliert oder zu wenig oder weiß ich auch immer. Das kann man nicht einfach stoppen oder ähnliches. Also das muss man natürlich bedenken. Und das muss man bedenken. Genau, so, das ist der Punkt. Aber, letzter Punkt hiermit. Was bedeutet das eigentlich für mich, das Ganze? Naja, ich mache weiter eigentlich wie bisher. Yu-Gi-Oh! Steht als solches in der Meta-Ebene, nicht in so einem guten Licht da, das definitiv, aber ich liebe Yu-Gi-Oh! Man glaubt es kaum, aber ich habe Speed-Duel gefeiert, ich feiere Master-Duel, ich habe Duel Links gespielt, ich spiele Time Wizard, ich spiele Edison, Goat und so weiter. Also ich spiele Anime-Duelle, also so Anime-Charakter. Ich mag den Anime, ich mag Yu-Gi-Oh! Als Marke einfach. Und ja, selbst wenn die Meta dann halt mal gerade nicht so knorke ist, dann kann man ja sagen, okay, ich habe genug, worauf man sich konzentrieren muss. Und ich habe einfach unglaublich Spaß mit dieser Marke eben. Und das, denke ich, sieht man auch in den Videos. Also wir haben unglaublich viel Spaß. Wie gesagt, allein Anime-Duelle, es macht so viel Spaß, es ist unglaublich. Ich freue mich immer richtig auf Aufnahmesessions, weil es einfach so geil ist. Also ihr seht, es gibt eben auch noch anderes als Meta, was nicht heißt, dass man das andere nicht mal auch ruhig nach so langer Zeit, das ist der Nachteil, wenn man nicht ankommt, thematisiert, dass man das natürlich thematisieren muss und auch gerne ansprechen kann. Aber wichtig dabei ist, wie gesagt, diese ganzen Aspekte, die ich hier jetzt so mit erwähnt habe, zu bedenken. Wie gesagt, es muss langfristig ein Signal kommen und die Veränderung, wenn
lange dauern, bis sie kommen. Aber wie gesagt, ich werde hier weitermachen. Ich habe Bock. Ich wollte das Ganze einfach mal thematisieren, weil natürlich gefühlt jeder Kanal schon ein Video zu dieser ganzen Thematik gemacht hat. Ich dachte, hey, das kann ja nicht sein, dass ich kein Video zu der Thematik gemacht habe. Oder? Genau. Und hier habt ihr das Ganze. Hier ist ein kleiner Real Talk, eben ungeschnitten. Ich glaube, ihr habt gesehen, es ist ein bisschen tiefgründiger alles. Und ich weiß, wie gesagt, einige, die das jetzt sehen, sagen, ey, du hast diesen Punkt nicht gut genug thematisiert. Wie gesagt, ich gucke hier durch. Also, das sind halt 6-7 Videos. Und ganz ehrlich, das brauchen wir dann auch nicht. Das ist aus meiner Sicht nicht, also, ja, da habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust zu, ey, das Ganze aufzudröseln. Falls jemand Lust hat, ey, Leute, macht Content dazu. Haut raus, macht Content definitiv. Aber wie gesagt, vergisst das Wesentliche nicht oder den Fokus vor allen Dingen auch nicht. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und ich werde, wie gesagt, meinen Fokus weiter auf Yu-Gi-Oh! Halten und Spaß haben. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt, ja, das ist doch der Standard, der kommt dann runter und wirkt dann fast doch wie geschnitten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und trotz der ganzen Sachen, wie immer, viel Spaß beim Duellieren.